Saminas Haus wurde vom Wasser des Tsunamis eingenommen, aber nicht eingerissen. Im Gegensatz zu vielen anderen hatte sie Glück, denn die Wellen, die am Samstagabend über die indonesischen Inseln Java und Sumatra hereinbrachen, forderten 430 Menschenleben, ca. 1500 Verletzte und über 150 Vermisste. Samina ist 53 Jahre alt und Hausfrau, doch sie hatte sich einen Verkaufsstand am Strand erarbeitet, um die unregelmäßigen Einkünfte ihres Mannes auszugleichen. Ich möchte wieder direkt am Meer verkaufen, aber ich habe jetzt große Angst. Vielleicht kann ich nicht wieder verkaufen. Such- und Rettungsaktionen laufen derzeit weiter. Doch die Arbeit der Rettungskräfte ist durch extreme Wetterbedingungen erschwert. Sie versuchten, in abgelegene Gebiete an der Westküste Javas vorzudringen. Starker Regen führt am Mittwoch jedoch zu verschlammten Straßen, die von Konvois mit Maschinen und Hilfsmitteln nicht passiert werden konnten. Die Behörden forderten die Menschen auf, sich nicht an der Küste aufzuhalten, da weitere Riesenwellen nicht ausgeschlossen wurden. Ich habe sehr Angst, dass es noch einen Tsunami gibt. Darum will ich Schutz in einem Gebiet suchen, das sicherer ist. Mehr als 21.000 Menschen sind in höher gelegene Gebiete evakuiert worden. Entlang der Küste wohnen tausende Menschen in Zelten, sowie in Moscheen und Schulen, die zu Unterkünften umfunktioniert wurden. Zwar wurden Reis und Instantnudeln an viele Unterkünfte geliefert, aber sauberes Wasser, Ausrüstung für nasses Wetter, frische Decken und Kleidung seien Mangelware, schilderten einige der Evakuierten. Bis zum 4. Januar gilt der Ausnahmezustand, der laut der Katastrophenschutzbehörde die Hilfsmaßnahmen erleichtern soll.